Hi, gute Leute, willkommen zurück im LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Der Tag heute, keine Ahnung, ich sag mal frohe Ostern, aber kann sein, dass es Samstag ist, wenn ich das hochlade. I don't know very wirklich. Egal, ich wünsche euch generell frohe Ostern, ist ja logisch. Ich wünsche wahrscheinlich jeden Tag frohe Ostern. Aber wo frohe Ostern, ich suche gerade was. Und zwar meinen Ladewagen. Wo habe ich den hingestellt? Ist der da hinten drin? Ich will nämlich ein Stroh holen, ne? Wer ist nicht am Gerste ernten, am Feld, keine Ahnung, 1, das glaube ich. Und, ja. Da liegt halt in den Bahnen Stroh. Vorgewendet habe ich deaktiviert. Und da können wir schon mal Stroh holen. Ne? Und das können wir dann ein bisschen einsammeln. Ich hoffe, dass das ganze Gedönse hier, mein Rechner, euer Bildschirm, whatever, nicht hier wieder anfängt rumzuruckeln. Weil ich habe gerade mal geguckt, also irgendwann verstehe ich auch tatsächlich, warum ein Rechner abfackelt. Wenn ich sehe, was hier die Karte ist. Erstens ist die Karte groß, zweitens ist ja jede Menge auf der Karte drauf. Was ja hier berechnet und gemacht werden soll oder muss, das ist schon nicht wenig, du. Ich habe ja gerade vor der Aufnahme jetzt, habe ich 2 Folgen Frühling aufgenommen. Da ist es komplett durchgelaufen, so wie sich das gehört, wunderbar, alles gut, alles tutti. Ne? Aber, jo, man steckt nicht drinne. Man steckt nicht drinne. So, und da drüber die zwei Jungs das ziemlich automatisch machen, machen wir das hier mit Manuel zusammen. Also Manuel. Okay, es regnet. Ich muss den Drescher der Treppe, muss ich stoppen. Und entladen. Oh, der fährt weg. Das habe ich jetzt. Jetzt haben wir Pech, ne? Egal. Alle. Dann geht's wieder zurück zum MF. Ja gut, ich weiß nicht, Stroh laden würde ich jetzt beim Regen auch nicht unbedingt, sage ich euch ganz ehrlich, ne? Aber, hier ist es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, von wegen Ertrag und wie viel Menge. Aber beim Ernten von der Gerste ist es dann schon brutal. Oder was jetzt brutal? Da wird dir dann geschrieben, du kannst im Regen ernten, ne? Das ging ja früher auch nicht. Aber musst damit rechnen, dass dein Ertrag nicht so hoch ist. Und, ja, deswegen stoppen wir die Geschichte lieber. So läuft die Geschichte. Ja, ich hab's auf der Frühling. Boah, jetzt, ich, wie gesagt, ich weiß ja nie, wann ich die Folgen direkt auch lade. Auf der Frühling gestern oder heute Morgen? Eher, ja, oder heute Morgen, glaube ich eher. Ja, gesagt, ich habe auch die Karte Waldstätten mir mal angeschaut. Also, die habe ich im Ordner drin. Die Karte Grebach vom Yogi und die Mecklenburgische Seenplatte. Ich habe mir jetzt die erste und die letzte, die ich genannt habe, Waldstätten und Seenplatte, mal ein bisschen länger angeschaut. Die Grebach noch nicht ganz so lang, weil die Grebach ist ja eigentlich auch jetzt keine Unbekannte. Die gab es ja auch im 19. so oder so ähnlich. Und da könnt ihr gerne mal einen Kommentar hinterlassen, ob ihr auch mal, ob ich mal für uns, für euch, für uns alle, eine der Takaden noch mit reinnehmen sollte oder mal anspielen sollte. Also Map-Vorstellungen möchte ich eigentlich nie machen, weil bis ich merke oder sehe, dass eine neue Map erschienen ist, haben das schon ganz viele andere Kollegen vorgestellt. Ne? Deswegen, ich bin da, ich muss das nicht vorstellen. Bis ich das vorstelle, kennen es die Leute schon. So, Stroh, brauchen die Schweine Stroh? Sicher generell schon, aber ob sie es jetzt brauchen, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Oink, oink, mein guter Mann. Die Pferde brauchen keins, das weiß ich. Das weiß ich. Fangen wir noch zu den Kühen.
Übrigens, bevor ich vergesse, der Ducato, der hat einen Unfall. Ne? Im Thumbnail kann man es sehen. Der ist bei dem komischen Wetter ist der gegen den Baum gerutscht. War jetzt wirtschaftlicher Totalschaden, muss Share geben. Nee, es ist mir vorgeschlagen worden, ich soll doch den Ducato, keine Ahnung wo, entsorgen und dann halt die Sachen mit dem Anhänger und dem Amarok fahren. Keine schlechte Idee. Wobei, ich muss ehrlich sagen, der Ducato, das war nicht verkehrt, das Ding, ja. Da gingen jede Menge Paletten drin. Der war nicht langsam, hatte Autoload, alle Türen sind hoch, auf und zu gegangen. Also das ist schon ein schönes, ja, bei uns sagt man Busschen gewesen. Ja. Vielleicht kommt er auch wieder. Wenn was Autoload die Funktion anbelangt oder angeht, ist ja in letzter Zeit schon einiges noch dazugekommen. Ja, LKWs, da ist ein Phoenix Tatra, der Tatra Phoenix. 6x6 mit einer Autoload-Plattform hinten drauf. Mehrere Anhänger noch dazugekommen. Also da läuft schon einiges mit Autoload, was ja sehr klasse ist. Ne? Das ist ja super. Ich glaube, die Zeit haben wir noch fünffach, dass der Regen schneller vorbei ist. Ja, der Regen. So. Anwerfen, senken, Tempomat. Ich meine, ich könnte jetzt die Zeit auch sehr, sehr schnell vorlaufen lassen. Einfach, um den Regen dann tatsächlich zu überspringen. Ne? Das wäre eine Option. Und Abfahrer ist noch nicht da. Ich weiß nicht, wo er hinfährt. Muss man abfahren. Ah gut, warum ist er nicht da? Das ist klar. Ach, ich glaube, der bleibt stehen am Hofsilo, bis hier Kollege Schnürschuh ruft. Ne? Da denkt sich, warum soll ich jetzt da hinfahren? Ich habe ja keinen Anfahrer. Der müsste hinter unserem Hofsilo stehen. Mal gucken, ob man es sehen von hier aus. Noch sehe ich gar nichts. Nee, ich sehe ihn auch nicht. Ach, da hinne. Hast du so lange gebraucht? Dann ist er doch noch weitergefahren, siehste. Rein theoretisch könnte er jetzt direkt abtanken fahren, weil der hat schon 97% mein Drescher, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob es einen Befehl gibt, dass ich jetzt beim Drescher, ohne dass er einen Helfer aktiviert hat, dass ich jetzt draufdrücken kann, Abfahrer rufen, ne, dass die schon abtanken, aber ich weiß es nicht. Ey, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. So, ich muss gerade mal die Zeit ein bisschen vorlaufen, also ein bisschen flutter, dass das Gewitter vorbeizieht hier. Das ist ein gutes, weil dann in anderen Feldern auch dementsprechend weiter wachsen und erntereif werden. Und ein Affe, also ganz so schnell ist ein bisschen doof. Weil dann ist auch ruckzuck wieder dunkel, ne? So, jetzt kann man nämlich stehen, wenn er losschicke.
Also ich bin tatsächlich, ich freue mich, es ist komisch, aber ich freue mich echt auf die Traubenernte, ob das mit CP auch mit dem Vollernter funktioniert. Sollte eigentlich gehen, ne? Das wäre ja cool, ey. Das wäre echt cool. Habt ihr den schon gesehen eigentlich, dass ich den Unimog mit Anhänger habe ich hergegeben und hier den MAN Autoloader habe ich gekauft, der komplett neben reingerutscht ist. Der ist übrigens mit CP da, mit CP sagt, mit Autodrive da rückwärts reingefahren. Also das ist nicht mein Fehler, dass ich hier so dumm stehe. Der ist auch da. Der kann da auch bleiben. Da hast du ja bald geschafft, noch ein Bähnchen. Schumm. So, was machen die restlichen Felder? Die 36 wird das nächste, so wie es ausschaut. Na komm schon. So, die 10 ist Gras, das ist klar, das können wir dann mal mähen. 36 dürfte dann, was ist das für eine? Das ist dann Weizen, as far as I know, genau, Weizen. Und der Weizen ist dann, noch einen Monat, genau. Im nächsten Monat ist der Weizen reif. Jo. Oh, was? Nö. Irgendwo ist irgendjemand angekommen. Was gibt's an Aufträgen? Jo, Ballenpressen. Das ist euer Lieblingsaufträge hier in dem Spiel, da. Düngen, das machen wir alles. Das nehmen wir alles mit. Akzeptieren. 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 So, düngen kann nämlich unser 516er, der kann die Düngearbeiten machen jetzt. Wenn ich ihn finde. Da ist er. So, Feld 15 fahren wir zuerst hin, es hört sich nicht so weit weg an. Ich müsste mir auch auf Frontgewicht mal kaufen für das Schätzelein hier. Ach ja, das war ja das Problem. Ich glaube, ich muss den erstmal konfigurieren. Es ist das gleiche wie mit dem MF, ne? Im 8S. Da hast du zwar die Pflegereife, also diese Nokian-Reife drauf, die mir persönlich ganz gut gefallen, aber wenn ich hier den Drift King spielen muss, ist das absolut nicht gut. Da müssen wir umkonfigurieren, du bist mal du. So, Konfiguration. Ja, das ist blöd. Egal, was nehmen wir? Ein Trellebock, Michelin, Conti. Auf jeden Fall dicke mit Radgewichten. So, rote Radgewichte. Danke dafür. Kotflügel schmal ist okay soweit. Ja, sonst kann er so bleiben. Die rote Radgewichte fallen mir nicht ganz so gut, aber egal. So, und dann brauche ich noch ein Frontgewicht. Müssen wir auf jeden Fall alles kaufen, konfigurieren. Ja, möchte ich. Okay, zurück. Ja, ne? Macht das was aus? Ein bisschen was. Also viel merkt man nicht. Ne? Viel merkt man nicht, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Besser als wie vorher. Unser Drescher hat die Arbeit beendet, das finde ich lieb von dem. Eigentlich bräuchte man noch einen Sippe 24, ey. Wenn wir hier schon bei Fendt bleiben, ne? Bei Akku bleiben wir ja, ne? Deswegen haben wir ja auch MF am Start. So, du fährst mal zum Feld 15, okay? Probier's einfach mal. Wenn du ankommst, sagst du Bescheid. Du bist ready, das ist wunderbar. Oh, der hat schon, ja. Hat schon ausgeklappt, der Kollege. Achso. Abgetankt hat er schon. Wunderschön. Ach, läuft doch, oder?
Das läuft doch, du, das läuft. Dann werden wir hier mal den Kurs rausschmeißen. Zack. Und schick den zum Feld 36, haben wir gesagt, das ist das nächste, oder? Ich glaube ja. Ich glaube 36 wäre das nächste. Ach du lieber Himmel. Ach, wie süß, guck mal da. Ich habe ihn gar nicht erkannt, Olaf von der Eisprinzessin. So. Ja genau, 36, da fährst du jetzt sie. Da schicke ich dich jetzt hin. Tschüss. Nein, nein. Ja. Das ist unser Schneidwerkswagen-Transporttraktor, oder? Musste mal überlegen, ne? So, der 939 darf tatsächlich zum Hof und abladen. Erst einmal. Sonst komme ich an meinen Anhänger nicht dran. Ja, hockst du drin, kriegst Geld und schaffst nichts. Guckst gerade aus hier. Rock'n'Roll. So. Genau. Zack, 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 zack. Zack. Auf Silo entladen und tschüss. Lass mal einen Anhänger da, dann bin ich der Böse. Ja, wegen den anderen drei Karten, ich meine, das Problem ist ja, um irgendwo wieder was so aufzubauen, wie es hier auf der NF Marsch jetzt bis jetzt ist, ne, mit dem riesen echt Industriehof, kannst du schon fast sagen. Das dauert sehr lange und ist auch finanziell sehr aufwendig. Allerdings, weil, nee, ich sage das deswegen, weil die Waldstätten ist, glaube ich, eine 4XXX-Karte. Viel zu groß für die Singleplayer. Ich meine, die Nordfriesische Marsch, die, ich glaube nicht, dass wir jemals hier alle Felder regulär besitzen und bewirtschaften können. Das packt man allein, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es nicht. Hm? Lass drauf ankommen. Also, ich spiele auf jeden Fall noch ziemlich lang hier. Die Frühling ist natürlich genial kompakt, also da ist es kein Thema, da kannst du stressfrei arbeiten und auch so ziemlich weit kommen. Ähnlich wird die Krebach sein. Ja. Und bei der Mecklenburgischen Seenplatte, also bei der Karte, ist es auch so, dass die relativ groß ist, allerdings halt die, sag ich mal, gefühlt 12 Felder oder 10, die dann natürlich schon auch riesengroß sind. Ja. Also ich glaube die Waldstätten, ich würde sie gerne spielen, aber nur also so für mich. Einfach mal so gucken, wie das so ist. Sind dann die Wege sehr lang, ne? Ähnlich wie hier, vielleicht sogar noch länger. Und wenn du da nicht viel zu tun hast und musst erst einmal von einem Standpunkt zum nächsten fahren und brauchst dafür 10 Minuten, dann ist schon eklig. Ne? So, der fährt erstmal zu Feld 36, das dauert eh noch. Bis zum nächsten Monat, bis wir da ankommen. Ich will gerade mal gucken, was mit Gärresten jetzt ist. Haben wir da was? Silage, Gärreste haben wir 2400. Silage fehlt. Müssten wir laden, die Silage, ne? Sie laden. Gerade mal was gucken, ey, ob das geht. Das geht. Hat er eine? Ja, der hat keine. Also das geht nicht. Ich wollte jetzt mal probieren, ob ich den Fliegelanhänger hier an diesen LKW hier dran ballern kann. Aber ich glaube, der hat keine Anhängerkupplung. Vor allen Dingen keine K80. Nee, geht nicht. Dann muss ich irgendwas anderes holen, um das wegzuziehen, hier das Teil. Oder ihr schaut mal ganz kurz weg. Ich will nur zur Seite ein bisschen haben, dass ich hier Silage liefern kann. Hm? So. Viel ist es ja nicht mehr. Was haben wir noch? 25.000, das ist... Ja. Ja, aber ich will mal was ausprobieren. So, erstmal gucken. Moment. Nein,
Ja, du bist angekommen, aber der andere muss vom Platz weg. Naja. So. Nein. Obwohl, wobei. Ja. Gut, er kann auch mal zum Feld 36 fahren schon mal. Das ist der nächste Abfahrer. Falls ich mal nicht so viel erzähle, ne, was ja für manche eine Wohltat ist, liegt es das daran, dass ich mir überlege, wie ich wen wohin schicke und wie das dann weiter funktionieren soll hier. Jo, dieses Laubschneideding brauche ich sowieso erst nach der Ernte, glaube ich. So, da wollte ich was machen. Ich wollte was ausprobieren, genau. Radladerchen, da gibt es da was. Da habe ich, wo sind sie denn? Ein neue JCB, ein großer, oder was war da? Den Cut, der da. Der da. Der sieht ja komisch aus. Nee. Hä? Nee, den will ich nicht. Ah, der ist, sieht extrem günstig aus, ne? Nee, den will ich nicht. Von weitem nicht so gesehen. Aber Liebherr, hatte ich ja schon, ne? Liebherr hatte ich ja schon mal. Das ist auch ein Viech da immer. Gut, kaufe kann ich jetzt sowieso nichts. Und mieten, teuer mieten für was, ne? Ich brauche allerdings auch einen Radlader, der so hoch ist, dass er in meinen LK-Wutsch mit reinhauen kann halt, ne? Okay, hier machen wir sowieso nicht groß Fertz, weil es wird nur gemietet, das Ding. Was kostet denn das zur Miete? Boah. Und das Ganze? Nee. Komm. Das Ganze für ein bisschen Silage aufzuladen, dann nehmen wir unseren Frontlader vom MF, wenn wir so weit sind. Ist so. Da ist er. Oder ist er? Wenn man vom Teufel spricht, wie viel Stroh brauchen die Kühe noch? Oh, na gut, das kann man jetzt echt mal lassen. Mischration haben sie noch. Dies passt auch, die Schafe, die Hühners, haben noch Futter. Die Wutze, die haben natürlich noch ein bisschen. Oh, das ist nix. Oh, ja, gesund, das ist nix. Oh, die brauchen Schweinefutter. Die Pferde, okay, ich brauche Schweinefutter. Schweinefutter. Was? Ja, ich brauche unbedingt Kartoffeln und alles Mögliche. Ich kann ja Schweinefutter selbst herstellen hier, aber ich habe die geforderten Zutaten noch nicht. Alle beisammen. Oh Mann. Gibt es da irgendwann auch die Option von wegen, ja, wie gesagt, die Dinge, also die Sache kaufe, ne? Aber das will ich ja nicht, das ist ja Quatsch. So, jetzt lass mich mal gucken. Ich suche einen Kurs, nee, den brauche ich nicht. Ich will den Kurs Feld 1 dreschen. Kurs laden. Müsste der sein. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt hier runterfährt oder hochfährt, das weiß ich nicht. Nächster Wegpunkt. Mal gucken, ob wir hier richtig sind.
Nein. Das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir fast gedacht. So. Dann müsstest du aber hier hochfahren, gell? Und dann kannst du hier das Ganze vom Feld 1 ins Hof Silo entladen und so heißt es Stroh. Müsste eigentlich funktionieren, müsste. Ich verspreche gar nichts. So. Ach so, genau, wir haben ja einen Düngeauftrag. Feld 15. Feld 15 düngen. Das heißt, ich darf nicht so schnell vorspulen, sonst sind die Aufträge weg. Feld 15 haben wir mit Sicherheit auch einen Kurs. Oh Mann. Ich habe ja schon etliches. Genau. Nee, düngen habe ich gar nicht bei Feld 15. Siehst du mal. Müssen wir einen basteln? Verdammt. Verflixt, Nanü. Feld 15. Hat schon noch keinen Düngekurs, siehst du mal. CP-Feldarbeit, hier die Lididi. 30 Meter. Das passt aber. Zwei Vorgewände, weich. Null, ne. Hä? Achso. So. Generiere. Komm, das kann nicht so lange dauern, ey. Es ist halt, warum er das in dem Fall so macht, ne? Startrichtung. Keine Ahnung. Egal, Feld 15 düngen, 30 Meter ist es dann, ne? Düngen, 30 Ems. So. Aha, siehst du? Da ist er ja, der Hühnerschrecke. Oh Johnny, warum bist du nur so schmutzig? Boing. So, Feld 36, da habe ich auch noch nichts. Oder. Also nichts mit Dreschen. Nein. Nein, nein. So, Feld 36, da. Young Girl, get out of my mind. 36, 10 Meter irgendwas. Ne, 13,50. 36, 13,50. Speichern. Dreschen. 13,5 Meter. So, zack. Den hat er schon mal. Er hat sogar schon aufgeklappt, das war ich aber nicht. Ja.
Ich habe das ja hoffentlich so eingestellt mit dem der Strohablage. Wo war das hier? Vorgewinn deaktiviert. Genau, so bleibt es und so ist es. Ja, nee, so ist es und so bleibt es. In engen Hosen reibt es, hieß es mal früher. So, wo ist denn mein MF jetzt? Macht er das so anständig mit dem Stroh hier? Und wieso liegt hier Stroh? Hm? Ich hätte ganz gern mal den Frontlader hier dran gehauen und die restliche Silage endlich mal auf meinen LKW geladen, wenn ich so hoch komme überhaupt. Das ist auch so Sache. So, ich würde sagen, einfach mal einen Sprung, ne? So, Leute, kurzer Sprung, kurzer Cut. Ich habe jetzt mal überlegt, ich habe jetzt noch ein, zwei Ladungen, na, wie heißt's? Stroh geholt. Und habe jetzt gedacht, komm, in der Zeit können wir jetzt ganz schnell noch die restliche Silage dem LKW aufladen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe null Kämmer, wo mein Frontlader steht. Das weiß ich nicht. Das kommt davon, wenn man so gut wie nicht braucht. Ja. Ich habe eine Idee. Ich hoffe, dass es jetzt nicht ruckelt, weil ich weiß auch zwischendurch noch eine halbe Stunde mal auf den Friedhof gefahren. Ja, man macht sich da ein bisschen das in die Reihe machen, ein bisschen Schmücke für die Feiertage. So, hier ist er nicht. Da vorne ist die Schaufel, das ist schon mal toll. Supi! Die Schaufel haben wir gefunden. Wo ist der Frontlader? Vor allen Dingen, was habe ich am Frontlader dran? Da ist der Striegel, ne? Und der Tiefenlockerer, genau. Manche rufen jetzt vielleicht da und da und da ist er. Ja, genau, ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Achtung, wir speichern jetzt mal wieder sehr lange. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch ruckelt am Schluss der Aufnahme. Ich meine, es ist schon ziemlich lange. Ich muss erst mal gucken, wo mein ganzes Gedönse ist, ey. Ja, hier finde ich sowieso nichts. Also das kannst du vergessen, oder? So, warte mal, Hotspots, Geräte, Anhänger. Das will ich weg, das will ich weg, das will ich weg. Das will ich weg, das will ich weg, das will ich weg, das will ich weg, das, das und das. So, jetzt müsste da irgendwo... irgendwo könnt vielleicht, ne? Kann man mit dem Tab durchschießen, glaube ich, ne? Genau. Kannst du nur noch um Stunden handeln? Vielleicht habe ich doch gar keinen mehr. Das ist die Schaufel, die ich weiß, wo sie ist, genau. Nee. Also er hat mir das ja nicht gezeigt. Ich habe ich keinen Frontlader mehr. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich echt keinen mehr, das ist doch Kritze. Wieso soll ich den hergegeben haben? Da ist er doch. Auf der Karte anzeigen, das ist auch schon. Ja und? Auf der Karte anzeigen, ja. Wo ist die Karte? Hallo? Ja, auf der Karte anzeigen. Wunderbar. Ich hab... Da ist er. Da blinkt's. Guckst du. Da ist ein Frontlader. Besuchen. Da ist er. Aha. Was war das? Der Hauer XB Bionic 190. Und bevor ich jetzt hier, keine Ahnung, ne? Machen wir es folgendermaßen. Die 12.000 Details. Meine. Ja, ich kaufe noch einen. Ha. Schau die Kohle raus. Ich habe jetzt gerade Bock ans Sägewerk zu fahren. Wir sind ja kurz vor dem Ende der Aufnahme. Will ich da jetzt nicht mehr quer durch die Gegend donnern. So. Aber das mache ich noch. Das ist halt eine lange Aufnahme. Ja. Dafür ist halt nicht so oft. Dafür lang. Wie auch immer. Ja.
ist wie zu Hause, ne? Nicht ganz so oft, dafür lang. Oder so. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Öfter und kürzer oder nicht so oft und länger? I don't know. So, Achtung, jetzt haben wir das Ding gekauft und jetzt stellen wir fest, dass wir nicht hoch genug kommen, um den LKW zu beladen mit Silage. Das kannst du auch haben, ne? Uah. Der ist am Feld 15, 87% gedüngt. Läuft der noch? Fährt er noch? Mineraldünger, ja, er düngt noch. Der Vario 516 düngt noch. Das ist gut. Das ist gut. Da kriegen wir auch ein bisschen Geld drin. Wat mut dat mut? Ne, vom Gefühl her hätte er schon längst fertig sein müssen, aber ich hatte ja die Aufnahme pausiert. Und habe das Spiel pausiert, dementsprechend war ja weg. Da denkt man immer, müsste schon fertig sein, aber war ja nicht so, ist ja nicht so. So, endlich haben wir, sind wir hier angekommen. War jetzt halt schneller, wie, ne? Wenn schon das Sägewerk geballert wäre, wäre. So, da haben wir das Silo leer gefahren. Ich glaube, ich werde dann aber auch dieses, das Reifensilo werde ich wieder hergeben, also verkaufen, abbauen, je nachdem, wie man hat sagt, ne? Ah doch, das reicht von der Höhe. Und da ist ja ein Kurs dazwischen reingehauen. Natürlich könnte ich jetzt die Silage auch direkt zur BGA abkippen mit dem Frontlader, aber da weiß ich immer so nie so genau, bin ich jetzt hier richtig mit dem Abladetrigger oder nicht. Und beim Anhänger oder beim LKW kriegst du ja angezeigt, das ist ja wunderschön. Und wir sind hoch genug, ich liebe es. Oh, Kuhstall im Gesicht. So, das Gift ist nicht ganz 10 Schaufeln geben, eventuell nur 8 oder 9. Weil es waren, glaube ich, knapp über 25.000 Liter noch Silage da. Und wir sind knapp über 2,8, kriegen wir in die Schaufel rein. Dann passt das. So weit. Und dann können wir auch wieder uns mal demnächst wieder an ein Maisfeld begeben. Entweder kaufe ich ein fertiges. Wenn das Geld da ist, dann müssen halt die nächste Einsaat ist halt dann Mais, ne? Auf eins, also auf einem unserer Äcker. Der Daniel hatte, der FedEx schon hatte auch dann den Komposter platziert oben bei der Gärtnerei. Komposter ist jetzt auch neu dabei, ne? Das kann man ja auch mit raufnehmen. Genau. Das war nicht ich, das war mal eine Kühe, ne? Nicht, dass es irgendwie da zu Verwechslungen kommt. Na, da brauchst du echt keinen großen Radlader, oder? Und sicher, du kannst du dann ja schneller machen, aber ich glaube nicht, dass man jetzt großartig auf dem Hof einen Radlader braucht mit einem Schaufelvolumen von 8 oder 10.000 Liter. Das geht auch so. Hm? Ja, demnächst werden wir dann auch mal den Amarok nehmen, unseren Autolaut-Anhänger. Und werden mal wieder ein paar Oliven und Trauben zu den jeweiligen Verarbeitungsstellen fahren. Und auch bei der Schneiderei muss man mal gucken, dass man den Stoff dann auch wieder loskriegt und verkauft. Das gibt ja auch gut Geld. Und Schweinefutter auch ganz wichtig. Da brauchst du, glaube ich, auch noch Mais zu. Können wir auch gleich nochmal gucken. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, das kann euch noch ein bisschen gehen, die Aufnahme. Solange es nicht anfängt zu ruckeln, ist mir das gerade mal wurscht. Ich habe momentan Zeit. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob generell die Zuseher, ob ihr das in Ordnung findet, wenn jetzt so eine Folge eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde geht. Wir hatten schon die Zeit, sich das ganze Zeit anzuschauen. Ich weiß es nicht. Aber man kann ja pausieren zwischendurch, ne? Das geht ja auch alles. Ich denke halt hier in dem Fall große Karte, da kann man auch lang aufnehmen.
Also auf der Frühling zum Beispiel, wenn du da nur ein Acker oder zwei, drei Ecke am Einsehen bist oder am Walsen bist, dann muss man jetzt nicht eine Dreiviertelstunde machen, weil das ist halt weniger Arbeit, ne? Hier hast du auch ständig Arbeit. Also auf der Marsch mache ich mir eigentlich selten Gedanke, ob ich jetzt vorspule oder Aufträge annehme. Da ist es eigentlich immer so, dass ich Aufträge annehme, weil ich erstens immer Geld brauche und zweitens Vorspulen oftmals gar nicht so viel bringt hier in dem Fall, weil dann die Tiere was brauchen, das Gras gemäht werden muss oder irgendwelche Paletten verkauft und umgesetzt werden müssen. Ich sehe gerade dahin, Olivenproduktion ist voll, das müssen wir auch wegfahren. Und ist das immer leer hier, das Silo, das gibt es hier gar nicht, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ups. So, noch ein bisschen Rest haben wir noch. So, Silo 0, Hackschnitzel, Häckselgut 0, Silo leer, wunderbar. Da müssten wir eigentlich demnächst, da müssen wir jetzt mal gucken, wir haben Juni, ich kann jetzt keinen Mais mehr einsehen. Denke ich, bin mir nicht ganz sicher. Warte mal kurz. Zack. Mais. Ja. Bin ich einen Monat zu spät. Aber vielleicht haben wir Glück und können da einen Acker kaufen. Irgendjemand hat vielleicht Mais eingesät. Und ist gewillt, sein Maisfeld zu verhökern. Ich glaube, dir piepst wohl. Selbstverständlich haben wir hier einiges rumstehen, was man sehr lange mal nicht braucht, ne? Aber wenn man es dann braucht, dann hat man es auch, ne? So. Olivchen zur Olivenmühle oder Ölmühle. Der Profiline, da fährt er. So, Feld 15. Oh, das war haarscharf. Feld 15 ist platt. So, warte mal. Trauben und Oliven, Olivenhain, Verkaufsstellen, nein. Produktion, glaube ich, weiß. Genau, Ölmühle abliefern. Da fährst du jetzt mal hin. Du bist ready, my friend. I told you.
I told you so. So, Feld 15, dann war das nächste. Das sind alles Düngeaufträge, glaube ich. Na komm schon. Nein, hier. Ja, alles düngen. Also, 29. Dann können wir den abschließen. Ja. Sehr gut. Nein. Alter, guck mal, wie schief das hängt, das Ding. So, der ist da, der ist da. Aber im Amarok und im Autoloader fahre ich mal zur, wie heißt das Ding? Spinnerei. So, und dann beende ich die Aufnahme dann doch jetzt schon. Und lieber nehme ich noch eine weitere auf. Das ist dann zu lang zum Gucken am Stück. Aber es ist halt gut was zu tun hier, ne? Deswegen. So, habe ich jetzt, wo habe ich Spinnerei? Habe ich da was irgendwie da bei Standard vielleicht noch? Nee. Da. Spinnerei, Palettenladen. Da fährst du jetzt mal hin. Egal wie. Gut, liebe Leute, in diesem Sinne, danke, wenn ihr so lange ausgehalten habt. Ja, ansonsten, ja, vielleicht gefädelt, gedrittelt, keine Ahnung. Ich hoffe, ich konnte euch halbwegs unterhalten. Und wenn es so ist, bitte Daumen nicht vergessen, nach oben am besten. Und ein Abo da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi.